Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Kirche und auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sprechen in diesem Gottesdienst das Nizänische Glaubensbekenntnis hier auch angeschlagen. Die Seite 1150 unten geht's los, 1151 geht's dann weiter. Es wird, denke ich, hier eingeblendet, auch auf dem Bildschirm. Aber wenn Sie an einem Platz sind, wo Sie den Bildschirm nicht gut sehen können, ist es sinnvoll, sich einfach ein Bändchen ins Gesangbuch hineinzulegen bei der Seite 1150. Das erste Lied ist aus der blauen Mappe, das sieht man immer an diesem blauen Feld. Die blauen Mappen finden Sie vor sich in der Bank, sind die jeweils, und das Lied wird aber auch eingeblendet. Ja, wir singen jetzt aus der blauen Mappe das Lied Nummer 3 und Seite 33. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Thank you.
Wir erheben uns zum Gebet und zur Lesung. Wir beten mit Worten von Franz von Assisi. Du bist heilig, Herr, unser Gott. Du bist der alleinige Gott, der eine, der Wundertaten vollbringt. Du bist der Starke, du bist der Große, du bist der Höchste. Du bist allmächtig, du bist heilig, der Vater und König des Himmels und der Erde. Du bist der Dreifaltige und der Eine, Gott der Herr. Du bist der Gute, das höchste Gut, der lebendige und wahre Gott. Du bist die Güte, die Liebe. Du bist die Weisheit. Du bist die Demut. Du bist die Geduld. Du bist die Geborgenheit, die Ruhe, die Fröhlichkeit und die Freude. Du bist die Gerechtigkeit und das Maß. Du bist aller Reichtum. Du bist die Milde. Du bist unsere Zuflucht und Stärke. Du unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe, unsere große Glückseligkeit. Du bist die unendliche Güte, großer und wunderbarer Herr, allmächtig, liebreich, erbarmend und heilbringend. Amen. Die Lesung aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose im 33. Kapitel. Mose sprach zu dem Herrn: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen die Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei ewig Dank. Ja, wir setzen uns zum nächsten Lied. Die 74 im Gesangbuch. Thank you.
Das Evangelium steht bei Johannes im 2. Kapitel. Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füll die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Auf dieses Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres gemeinsamen christlichen Glaubens, mit den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses. Seite 1150 unten. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 3. Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Bitte setzen Sie sich zum nächsten Lied.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen der Wortverkündigung beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Lebensweg. Amen. Das biblische Wort, was für die Predigt heute vorgesehen ist, steht im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Da schreibt der Verfasser: Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine böse Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei, ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Umkehr, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren könnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte, die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Liebe Gemeinde, das heutige Bibelwort ist eine besondere Herausforderung. In seinem barocken Bilderreichtum steht es im starken Gegensatz, ja, selbst zu unserer Kirche hier, die doch einiges an barocken Bildern hat, aber das, was wir im Bibeltext hier lesen, das übertrifft das, was hier in dieser Kirche ist, noch bei weitem. Wir müssen uns vorstellen, wenn wir diesen Text verstehen wollen, müssen wir uns einmal vorstellen, wir wären in einer süddeutschen Barockkirche. Eine riesige, wunderschöne Kirche mit ganz viel Gold, wunderschönem Marmor. Oben über dem Kirchenschiff ein großes Deckengemälde. Man sieht dort Gott und Jesus, viele Engel und Heiligen auf diesem Deckengemälde. Außerdem stehen überall in der Kirche noch Statuen von Heiligen herum. Diese Kirche will den Gottesdienstbesucher in den Himmel versetzen. Er soll hier und jetzt den Himmel erleben. Das ist der Sinn einer solchen Barockkirche. Wer betend so eine Kirche betritt und sich ergreifen lässt, für den können Gott und Jesus, Maria und die Heiligen und die Engel lebendig werden. Sie hören auf, nur Bilder zu sein. In der Vorstellung kann ich sie zu Personen werden lassen, die mit mir in der Kirche sind. Gott, Jesus, Maria, die Heiligen und die Engel sind mit den Christen zusammen in der Kirche und feiern mit uns gemeinsam den Gottesdienst. Und genau so stellt sich der Verfasser des Hebräerbriefs den christlichen Gottesdienst vor.
Das ist für ihn der christliche Gottesdienst. Uns als Evangelische ist das eher fremd. Wenn Christen Gottesdienst feiern, dann sind nach seiner Meinung also Gott, Jesus, die Engel, die Heiligen, alle dabei. Aber auch in unserer evangelischen Kirche klingt so etwas ein bisschen wenigstens an in der Abendmahlsliturgie, wo es heißt, darum loben die Engel deine Herrlichkeit und etwas später, mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und dann folgt das dreimal heilig, was die Engel vor Gottes Thron singen. An dieser einen Stelle ist also auch bei uns in unserer evangelischen Liturgie die Vorstellung da, dass Menschen und Engel gemeinsam Gott loben. Was uns fremd ist, das ist Christen aus anderen Konfessionen sehr vertraut. Ja, selbstverständlich würde ich einen orthodoxen Priester fragen, ob die Engel und die Heiligen im Gottesdienst da sind und mit den Gläubigen in der Kirche feiern. Dann würde er sagen, ja, selbstverständlich sind die Engel und die Heiligen hier mitten unter uns und unsichtbar und feiern mit uns. Unser heutiges Bibelwort zeigt, dass das orthodoxe Gottesdienstverständnis sein Fundament in der Bibel hat. Aber auch unser evangelisches Gottesdienstverständnis hat sein Fundament in der Bibel. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief über den Gottesdienst. Dabei betont er das Priestertum aller Gläubigen. Er stellt das Wort der Verkündigung in den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Und als Ziel des Gottesdienstes gibt er an, dass Menschen zur Umkehr geführt werden sollen und im Glauben gestärkt werden sollen. Was Paulus schreibt, das ist der typische evangelische Gottesdienst, wie Sie ihn kennen. Von der Anwesenheit von Engeln und Heiligen und ist da jetzt nicht die Rede bei Paulus. Wie sollen wir nun als Christen mit diesen Meinungsunterschieden im Neuen Testament in der Bibel umgehen? Erstens, wir brauchen keine Angst zu haben. Denn über das Zentrum unseres Glaubens sind sich alle Schriften des Neuen Testaments und auch alle Kirchen einig. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Unser Handeln soll bestimmt sein von Glaube und Liebe. Zugesagt ist uns Vergebung und ewiges Leben. Da sind sich alle Verfasser des Neuen Testaments und alle Kirchen einig. Zweitens, in weniger zentralen Fragen gibt es im Neuen Testament hingegen verschiedene Meinungen. Deshalb prägte der bekannte evangelische Theologe Ernst Käsemann den Satz, das Neue Testament begründet nicht die Einheit der Kirche, sondern die Vielfalt der Konfessionen. Diesem Urteil schließe ich mich an. Das nötigt uns zur Toleranz gegenüber Christen, die aus einer anderen Kirche kommen, Katholiken oder Orthodoxen. Der russische christliche Philosoph Solowjew hat in einer Schrift einmal die katholische Kirche auf Petrus, die orthodoxen Kirchen auf Johannes und die evangelische Kirche auf Paulus zurückgeführt. Das ist ein sehr schöner Gedanke, dass die ganze Christenheit auf dem Neuen Testament basiert und auf die verschiedenen Apostel zurückgeführt werden kann. Entschuldigung. Drittens, die Vielfalt. Wo die Vielfalt mich verwirren kann, da halte ich mich an den Rat des Paulus, der im Römerbrief im 14. Kapitel in Vers 5 sagt, ein jeglicher sei seiner Meinung gewiss. So fremd uns das ist, was hier im Hebräerbrief steht über den Gottesdienst, so vertraut ist uns das, was Paulus dann als Folgerungen zieht. Ich muss mal gerade einen Bonbon nehmen. Weil Gott zu uns redet und weil Jesus sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, deshalb sollen Christen aufeinander achten, sich gegenseitig ermutigen und sich gegenseitig helfen.
Hier heißt es nicht, der Bischof und die Presbyter sollen das machen oder die Pfarrer, sondern gut evangelisch, jeder Christ soll das machen. Wir alle sind gefordert, uns gegenseitig Mut zu machen, uns zu helfen und zu trösten. Entschlossen sollen wir als Christen auf unserem Weg bleiben und unseren Überzeugungen treu bleiben. Es geht um ein Leben nach christlichen Werten. Diese Werte sind in unserer Gesellschaft durchaus umstritten und auch im weltweiten Maßstab, wenn wir mal andere Religionen heranziehen, dann ist vieles, was uns selbstverständlich vorkommt, überhaupt nicht selbstverständlich. Mir ist es sehr deutlich geworden, als ich mich mit Indien und China beschäftigt habe, Ländern, die nicht vom christlichen Glauben geprägt sind. Wir sehen auch in unserer Gesellschaft, ist es nicht selbstverständlich, ich denke etwa an den letzten Versuch jetzt wieder, Kreuze sollten aus den bayerischen Amtsstuben wieder entfernt werden. Da hatten einige Leute geklagt, aber diese Klage ist nicht angenommen worden. Das zeigt sich, wie wenig selbstverständlich das ist. Es gibt kein religionsübergreifendes oder weltanschauungsübergreifendes Wertesystem auf dieser Erde. Jede Religion hat ihre eigenen Werte. Gerade angesichts des Islam wird uns das in Europa, denke ich, immer mehr deutlich. Der Verfasser des Hebräerbriefs nimmt auf 4 christliche Werte Bezug. Erstens die Nächstenliebe, zweitens die Versöhnungsbereitschaft, drittens die Herzensreinheit und viertens die Treue zu Gott. Die Nächstenliebe gebietet, dass sich jeder um den anderen kümmert und ihn vor Schaden bewahrt. Die Versöhnungsbereitschaft gegen alle Menschen sucht Frieden und sucht Frieden zu stiften im Kleinen wie auch im Großen. Gemäß dem Wort Jesu, selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. In der alten Lutherbibel hieß es noch, selig sind die Friedfertigen, aber im Urtext heißt es, selig sind die Friedenstifter und es ist jetzt auch in der neuen Lutherbibel richtig übersetzt. Die Herzensreinheit gebietet uns, uns nicht selbst durch böse Gedanken, böse Worte und böse Taten zu verunreinigen. Vor allem erlittene Verletzungen machen bitter und böse. Diese Verletzungen zu vergeben und selbst immer wieder um Vergebung zu bitten, das ist der Schlüssel zu einem reinen Herzen. Viele von Ihnen kennen noch das Kindergebet, ich bin klein, mein Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein oder in der anderen Version, ich bin klein, mein Herz ist rein. Diese Herzensreinheit. Deshalb schärft Jesus auch die Bitte ein, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben wir nicht, kann das zu einer bitteren Wurzel, wie eine bittere Wurzel, die unsichtbar ist, eine giftige Bitterkeit in unser Leben und das Leben unserer Angehörigen hineinbringen. Sie kennen es vielleicht auch, manchmal begegnet man Menschen, die sind voller Bitterkeit. Und da kommt eine Anklage oder eine Klage nach der anderen. Das ist hier gemeint. Und die meisten Menschen machen um solche Menschen dann einen großen Bogen, weil sie sagen, ich will mir das nicht immer anhören. Ständig Kritik, ständig Klage, ständig Anklage und nichts anderes kommt aus dem Mund heraus. Jesus sagt, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es ist wichtig, dass wir diese Verletzungen, wenn wir verletzt sind, dass wir bereit sind und es dann auch tun, dass wir anderen vergeben. Denn nur so kommen wir zu dieser
Reinheit des Herzens. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen. Ich wurde zu einer Sterbenden mal gerufen und die Tochter hat mir gesagt, meine Mutter, die kann nicht sterben, weil sie hat einen Streit mit ihrem Bruder gehabt und sie kann dem Bruder einfach nicht vergeben. Und sie will gerne sterben, sie würde gerne im Frieden sterben, aber sie kann es einfach nicht. Dann war ich dort, habe mit ihr gesprochen, wir haben miteinander gebetet und sie konnte diesem Bruder dann vergeben. Und dann konnte sie auch im Frieden wirklich sterben, so wie sie es sich gewünscht hatte. Aber es ging nur, weil sie eben sich überwunden hat und es geschafft hat zu vergeben. Und das ist ein harter innerer Kampf. Wenn wir verletzt wurden, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, wenn wir verletzt wurden und dann sagen wir, ich bin doch im Recht, warum soll ich diesem Menschen vergeben? Ich bin doch im Recht. Aber Gott ist bereit, uns alles zu vergeben. Alles, was wir in unserem Leben getan haben. Wenn wir bereit sind, das Wenige zu vergeben, was andere an uns schuldig wurden. Also nehmen wir diesen Kampf auf und ringen wir unseren Stolz nieder und dass wir einfach den anderen wirklich von Herzen vergeben. Denn wir schaden uns nur selber, wenn wir nicht vergeben. Wir werden bitter, es zerstört unser Leben, dem anderen schadet es nicht, wenn wir bitter sind, aber uns schadet es. Also es gibt es nichts Besseres, als zu vergeben, um einfach unser Herz wieder zu reinigen. Der letzte christliche Wert ist die Treue zu Gott. Die wird bei uns oft ein wenig stiefmütterlich behandelt. Darüber wird eigentlich selten gepredigt und geredet, aber das ist ganz wichtig. Es ist ein Gebot der Dankbarkeit. Wie kann ich mich von Gott abwenden, dem ich mein Leben, jedem Atemzug, meine Gesundheit, alle Güter, die ich habe, die Vergebung, den Trost, die Rettung in Gefahr und das ewige Leben verdanke. Bessere Werte als diese christlichen Werte kenne ich nicht für das Zusammenleben der Menschen. Wenn ich damit einmal die anderen Weltreligionen vergleiche, dann muss ich sagen, da überzeugt mich manches nicht. Etwa die Weltflucht der Buddhisten, die die Verantwortung anderen überlassen. Das feudale Kastensystem im Hinduismus, wo die unteren Kasten unterdrückt werden. Die Intoleranz und auch die Frauendiskriminierung im Islam, wo in den Heiligen Schriften genau festgelegt ist, dass eine Frau nur halb so viel erbt wie ein Mann, und vor Gericht die Aussage einer Frau von zwei Frauen genauso viel wert ist wie die Aussage eines Mannes. Da kann nie eine Frau, die vergewaltigt wurde, Recht bekommen in diesem Rechtssystem. Es funktioniert nicht. Mich überzeugen unsere christlichen Werte mehr. Aber eine verpflichtende Kraft haben diese christlichen Werte nur durch Gott und durch Jesus. Deshalb heißt es ja auch in unserem Grundgesetz, in der Verantwortung vor Gott. Weil wenn ich diese Verantwortung vor Gott nicht sehe, warum soll ich mich dann an die Gebote halten? Und wir sehen es ja auch in anderen Ländern. Etwa in Indien, wo unglaublich viele Menschen vergewaltigt werden. Teilweise gibt es da einfach nur noch die Regel, du darfst dich nicht erwischen lassen. Und das ist zu wenig. Deshalb sind unsere christlichen Werte wichtig. Sie sind eigentlich das Fundament unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens. Wenn wir Jesu Worte im Gottesdienst hören und in der Bibel lesen und sie uns zu Herzen nehmen, dann können wir nach diesen Werten leben, die für unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft und die ganze Menschheit die besten sind. Amen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus, unserem wunderbaren Erlöser. Amen. Ich lese noch einmal den Wochenspruch. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Die Abkündigung für Sonntag, den 14. Januar. Heute ist nach dem Gottesdienst wieder Segnung und Gebet im Raum der Stille hinter dem Altar. Wer ein Anliegen hat, kann gern kommen und für sich beten und sich segnen lassen. Es segnen heute Erika Färber und Karin Ronge. Am Montag, den 15. Januar, finden um 20 Uhr gleich zwei Veranstaltungen statt. Zum einen Frauen unterwegs und zum anderen der CVJM-Männerkreis. Beide Kreise sind im Gemeindehaus. Thema beider Kreise ist die Jahreslosung. Am Donnerstag, 18. Januar, ist um 14.30 Uhr die Bibelstunde in Neuhaus und um 19.30 Uhr probt der Posaunenchor im Gemeindehaus. Am nächsten Sonntag ist wie gewohnt um 9.30 Uhr Gottesdienst. Den Gottesdienst hält Pfarrer Zimmermann. Herzliche Einladung zur Allianz Gebetswoche von heute bis Sonntag, den 21. Januar, im Dekanat Naila zum Thema Gott lädt ein. Eröffnungsgottesdienst ist heute um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Naila mit Dr. Reinhard Schink. Das ist der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Deutschland. Die Gebetsabende beginnen am Montag, dem 15. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Einladungen mit den Terminen liegen am Ausgang aus. Am Freitag findet um 19.30 Uhr der Allianz-Gebetsabend bei uns im Gemeindehaus statt, gestaltet von CVJM und der Andrea Scherer. Anschließend, 20.45 Uhr, ist Lobpreis mit der Band Pearly White. Am Sonntag, 21. Januar, kommen Projects for Cellos wieder nach Hochfranken, dieses Mal nach Issigau,
wo das Ensemble in Quartettbesetzung um 17 Uhr ein Benefizkonzert in der Simon-Judas-Kirche zugunsten der Therese-Stöcker-Stiftung geben wird. Die Therese-Stöcker-Stiftung unterstützt arme, kinderreiche Familien in der Region. In Issigau wird es ein Programm unterhaltender Klassik mit Opernarrangements und Tango geben. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die Stiftung erbeten. Die Jahresrechnung 2022 unserer Kirchengemeinde wurde in der Sitzung des Kirchenvorstandes am 9. Januar beschlussfähig festgestellt und kann vom 15. bis 22. Januar im Pfarramt zu den Bürozeiten eingesehen werden. Die Einlagen der letzten Woche betrugen im Klingelbeutel 307 Euro, Kollekte für den Singkreis 72, Kollekte für die Weltmission 30 Euro. Weiterhin wurden insgesamt 859 Euro gegeben, für die Heizung der Kirche 200, neue Krippenfiguren 50, Gemeindearbeit 50, Gemeindehausrenovierung 30, Walter-Hümmer-Kita 270, CVJM-Sekretäre 90, Jugendarbeit 45 und die Konfirmandenarbeit 124. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott der Herr segne die Geberinnen und Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die Telefonseelsorge bestimmt. Haupt- und Ehrenamtliche stehen über diese kostenfrei bundesweite Telefonnummer Tag und Nacht bereit, um mit Anrufern zu sprechen über Einsamkeit, Probleme in der Familie oder Partnerschaft, Krankheit oder schwerwiegende Lebenskrisen. Die Telefonseelsorge ist Ohr und Stimme und sie ist anonym. Die Kollekte wird für die Fortbildung und Mitarbeitergewinnung in der Telefonseelsorge verwendet. Helfen Sie mit, die Qualität dieser Arbeit zu erhalten. Gott, der Herr, segne unsere Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir erheben uns zu den Fürbitten zum Vater unser und zum Segen. Bitte Sie, auf die einzelnen Fürbitten zu antworten. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du Ewiger, wir bitten dich für das neue Jahr, das uns jetzt begonnen hat. Begleite uns auf all unseren Wegen und beschütze uns vor Krankheit und Unfall. Wir rufen zu dir, wir bitten dich, erhöre uns. Gib unserer Regierung Weisheit in all den enormen Herausforderungen unserer Zeit, die richtigen Schritte zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beschütze unsere Regierung. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für die Menschen in Not, besonders in der Ukraine, im Gazastreifen und in Israel. Sei ihnen nahe mit deinem Trost und deiner Hilfe. Wir bitten dich auch für alle, die in unserem Land durch Hochwasser bedroht waren oder die einen Schaden durch das Hochwasser erlitten haben. Wir rufen zu dir, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich auch für unseren Landesbischof, unsere Regionalbischöfin, den Papst, die Patriarchen und alle Bischöfe und Leiter von Kirchen und Gemeinden. Gib ihnen Schutz, Weisheit und Liebe. Wir rufen zu dir, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns allen, dass die Jahreslosung bei uns auf fruchtbaren Boden fällt und wir es lernen, in vielen Situationen Liebe zu üben und zu helfen. Amen. Wir beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir setzen uns noch zum Nachspiel. Verleih uns Frieden, gnädiglich ist mein Fehler gewesen. Also, singen wir es ruhig nochmal, denn den Frieden wünschen wir uns ja, oder? Verleih uns Frieden.